Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. So, wir haben jetzt das erste Katapult schon mal zerlegt hier. Wir gehen uns mal langsam nach oben. Weiter geht's. Go, go, go. So, Nummer 2. Haben wir? Wahrscheinlich haben wir hier nämlich ja nichts für die Kanone. Nichts, auch noch ein paar Fieslinge hier. Wenn der schießt. Mach mal! Ist denn das letzte Katapult, bitte? Oh, no. Ich sehe halt hier leider nichts. So, auf ein neues. Ich von hier unten einen freien Schuss, ne, nicht wirklich. So, dann ballert ihr mal hier raus. Wir locken uns mal an. No. Kann Ashley eigentlich mal hier bleiben? Wait. Vielleicht funktioniert das hier etwas besser. So, hallo? Kreuzfeuer. Weg. Okay, diesmal hat es aber euch leider nicht ausgeschaltet. Schade. Was Schönes für mich? Leider nicht. So, den Kumpel scheint aber unterwegs zu haben. Er steht auch wieder herkommen. So, komm, das grüne Kraut kannst du direkt mal hier einverleiben. Ich muss leben, Ashley, okay? Warte. Jetzt aber. So, du bist auch wieder fit. Sehr schön. Vielleicht überlebst du dann mehr als einen Schuss. Ich glaube, dass wir hier nicht getroffen wurden. So, die Frage ist, wo ist das letzte Katapult? Also hier brennt eine Fackel auf jeden Fall. Ha, jetzt siehst du nichts mehr.
Muss hier da irgendwo sein, ne? Ja, ist es okay. Alles klar, wie komme ich denn da am besten hin? Da ist auch noch eins. Okay, wir haben sogar zwei Katapulte. Hi. Jetzt machst du ja auch Suplex, sehr cool. Ich lasse Ashley, glaube ich, mal kurz hier. Komm, hoffen wir, dass wir hier ein bisschen sicher sind. Ich muss mal gerade los. Wieso schießt denn genau dahin, wo ich hinlaufe? So war das nicht gedacht. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit zum Orientieren und Zielen, bitte. Ziemlich beschissen, aber gut. Follow me. Ja, ja. Ich kann mich nicht alleine lassen. Ist mir das? Das ist meins. So, die Frage ist, haben wir jetzt Ruhe? Da kommen da, ich glaube, da kommen halt jetzt neue, wo wir hier angefangen. Um zu drehen. Ah, hier ist ein explosives Fass, sehr gut. Oh ne, ich glaube, wir haben tatsächlich Ruhe. Gut zu wissen. Leicht beschädigen. Naja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Na gut, dann haben wir das hier schon mal geöffnet. Hier war ja noch jemand drin, ne? Scheinbar hat der sich jetzt das auch alles anders überlegt. Geld. Sehr gut. Dann nutzen wir das auch direkt mal. Ja, sorry, Ashley, dann nehme ich das jetzt doch nochmal. Ich brauche nämlich gerade ein bisschen mehr Heilung. Oder ich brauche gerade Heilung, so. Noch Schönes drin. Ein Goldarmreif. Okay, den wir wahrscheinlich auch verkaufen können. Schatzkarte. Wie geht's dir denn so? Ja, das haben wir. Da hätten wir den Händler. Alles klar. Hier geht's weiter. Da können wir dann auch speichern und zum nächsten Händler. Ich hatte das deutlich stressiger in Erinnerung.
Also, als ich es damals mir angeschaut hatte. War schon kurz davor abzudrücken. Welcome! Got some rare things on sale, Strange. What are you buying? So, ja. Schrotgewehr könnte theoretisch halt auch wieder weiter machen, aber What are you buying? Du wirst ja wahrscheinlich nichts Neues haben im Vergleich zu vorher. What are you buying? Oh, jetzt hast du ein Erste-Hilfe-Spray. Hm. Andererseits Heil-Items habe ich ja noch. What are you selling? So. Is that all, stranger? Thank you. So, der Goldarmriff, ich glaube, da können wir auch nichts weiter dran rumbasteln. Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime. Werden wir wahrscheinlich. Gut, mitgenommen haben wir ja alles. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Hm. Was das für eine Idee war. So, Shotgun-Munition. Platinschwert auf der Goldplatte. Platinschwert nehmen. Bitte. Da muss dann bestimmt ein Goldschwert hin. Wo wir gerade von Gold reden. Geld. Danke. Die scheinen sie alle sehr schwertbedacht zu sein hier. Matalo! Meinst du? Wait! Matalo! Aua, der scheint auch fit zu sein. Ich würde gerne hier weg. So, der spielt gerade Stress. Ja, okay, also Ashley nicht da unten stehen lassen. Lalalala. Ist in Ordnung. Und jetzt. Dann nehmen wir hier das Geld nochmal raus. Wer soll wir dann? Wir haben ja gerade ein bisschen was an Shotgun-Munition gekriegt. Vielleicht sollten wir die auch direkt mal ausnutzen. So. Matalo! So, jetzt ist das Stück noch. Wo ist aber die Stück?
doch nicht so schön. So, dann wirklich nachladen. Wechseln wir mal wieder. Geld. Die scheint unter uns zu sein. So, dann können wir jetzt ja eigentlich schon mal hier das Platin-Schwert reinpacken. Stimmt, du bist ja noch da. Du hattest scheinbar keinen Bock hochzulaufen. Jetzt fällt es mir sich viel aus, aber du bist dabei. Das ist nicht das Beste. Ah, und ihr seid One Hit Kills. Okay. Wieder was gelernt. Gut, dann sehen wir uns, wenn ich das Gebiet hier geräumt habe. Bis gleich. So. Zweiter Anlauf war dann erfolgreicher. Dann lässt du ein bisschen was springen, das ist doch nett. Gut, dann setzen wir das Schwert hier unten noch ein. Sieh mal an. Kann ich den Schlüssel eigentlich mal wegwerfen? Den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Das wäre ja eigentlich ganz praktisch. Rotes Kraut, gerne. Ich habe tatsächlich gerade keine. Okay, warten wir noch ein bisschen. Gelben Kräuter mehr. Ich hätte mir Granaten nutzen sollen, fällt mir gerade mal auf. Gut, genau, da war der Händler. Da geht's jetzt weiter. Haben wir aber auch noch einen Schatz. Leon! Louis! I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you- It makes me feel better. Let's just leave it at that. Naja, es wurde halt einfach nicht KI für zwei Begleiter programmiert. Na? Wie geht's dir? Daraus? Hör doch bitte auf, rauszutappen, Spiel. Was haltet ihr denn von einer Granate? Viel, glaube ich.
für das, was wahrscheinlich ein explosives Fass. Warte noch. Aji ist da. Abhalten. So, vielen Dank für die Muni. Und dann ist es allerdings auch schon wieder an der Zeit, die Folge zu beenden. Von daher, hier ist das nächste Mal natürlich Sivan. Also, das Kraut wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.